Ja, wir stehen jetzt hier im Grab von Karl Molisch. Karl Molisch, Jahrgang 1869. Das heißt, er war zur Gründung der Wiener 25 Jahre alt, war der erste Torhüter und hat auch das allererste Spiel der Wiener gegen die Cricketer auf der Kuglerwiese bestritten. Hat da sehr gut gehalten. Wir haben das zwar bekannterweise mit 4:0 verloren. Wenn wir Molisch nicht gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch höher verloren. Molisch war für die damalige Zeit ein sehr agiler Torhüter. Man muss sich das so vorstellen, es war das Regelwerk ein komplett anderes, als es zur heutigen Zeit ist. Es war keine Spielfeldbegrenzung, die Zuschauer sind direkt hinter dem Tor gestanden. Es gab keine Tornetze, sondern nur zwei Stangen. Es war auch eine sehr robuste Spielweise üblich. Es war nichts Besonderes, dass die Stürmer den Torhüter nicht nur bei Eckbällen, sondern auch so im Spiel ordentlich gerempelt haben. Der Torhüter hat mit gleicher Münze zurückgezahlt. Das heißt, Molisch konnte sich dementsprechend auch Respekt verschaffen und war, wie gesagt, einer der ersten Star-Torhüter, den Wien hatte. Was zählt zu seinen Erfolgen? Er war dabei beim Gewinn des Challenge Cups. Das war der erste Cup-Bewerb, der in der Monarchie ausgespielt worden ist. 1899 und 1898, also zweimal hintereinander, hat die Wiener gewonnen, dank auch der Leistung von Karl Molisch. War, wie gesagt, bei den allerersten Spielen dabei, auch bei den Städtespielen. Es gab am Anfang dann Städtespiele gegen Prag, gegen andere Städte in der Monarchie, aber noch keine echten Länderspiele, so wie wir sie heute kennen. Meisterschaftsbetrieb gab es auch noch keinen. Die erste Meisterschaft gab es erst 1911. Das ist alles lang nach der Zeit von Karl Molisch. Also Karl Molisch ist wirklich aus der Urzeit, wo es ein reiner Amateurfußball gewesen ist und man sich Gastmannschaften eingeladen hat, Spiele bestritten hat und einfach Spaß gehabt hat, den Fußball aufzubauen. Karl Molisch ist über 80 Jahre alt geworden, ist am 31. Dezember 1953 gestorben. Und in der Festschrift von 1954, 60 Jahre Wiener, wieder beschrieben als ein sehr treuer Anhänger des Vereins, auch nach seiner aktiven Zeit. Er hat seinen Stammplatz gehabt auf der Arenaseite, hat regelmäßig Spiele besucht und hat sich das Spiel seiner Blau-Gelben angeschaut.